Moin Leute, willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal Piero. In diesem Video habe ich mal eine richtig coole Geldmethode für euch am Start, beziehungsweise möchte ich euch etwas vorstellen, womit ihr in dieser Woche, in der aktuellen Woche, extremst viel Geld verdienen könnt. Mit der Methode habe ich persönlich auch schon viel Geld verdient und das möchte ich euch heute einmal vorstellen, weil ich denke, viele von euch wissen, es ist unfassbar schwer, in GTA Online viel Geld legal zu erwirtschaften bei den heutigen Preisen. Ich meine, wenn wir jetzt einfach mal ganz kurz ins Internet gehen und uns irgendein Auto jetzt hier mal raussuchen, gerade jetzt hier zum Beispiel der Pinout La Cour Reuse, der ist bei knapp 2 Millionen und jetzt auch nicht so das krasse Auto vom Aussehen. Und dann gehen wir mal ein bisschen runter und sogar die Western Power Search kostet 1,6 Millionen Dollar. Es ist bei den Preisen wirklich komplett wild, auch bei den Zweitürern zum Beispiel, wenn wir mal kurz gucken hier, der BMW für 1,6 Millionen, also man zahlt heute schon mindestens mal eine Million, wenn nicht sogar mehr, für ein Fahrzeug. Und aus diesem Grund möchte ich euch heute eine richtig einfache Methode zeigen, mit der ihr alle euch das Ganze leisten könnt. Wichtig auch nochmal ganz kurz am Anfang gesagt zu sein sollte, diese Methoden richten sich natürlich auch an Leute, die legal grinden wollen, aber ihr müsst das Ganze auch am Stück machen. Also ihr macht jetzt nicht für einen Durchgang 5 Millionen Dollar, sondern ihr müsst das Ganze wirklich mal ein paar Stunden machen. Und das eignet sich am besten mit Freunden. Und wenn ihr keine GTA Online Freunde mehr habt oder keine Leute habt, die aktiv noch GTA Online spielen, dann könnt ihr einmal in die Videobeschreibung gehen. Kommt einfach auf meinen Discord, dort findet ihr immer Mitspieler. Wir sind den auch weiterhin am Aufbauen. Es sind auch noch nicht so krass viele Leute auf dem Discord-Server und umso mehr Leute auf diesem Server sind, desto mehr wird da auch geschrieben und desto mehr Leute findet ihr auch. Also kommt da auf jeden Fall rein, schreibt aktiv in die Channels, damit wir da euch allen eine gute, eine gute Möglichkeit geben können, Leute zum Zocken zu finden. Ich habe ja im letzten Video, habe ich euch ja schon die Methoden gezeigt, womit ihr aktuell richtig viel Geld verdienen könnt. Ich möchte mich aber heute mal mit euch auf eine Art und Weise Geld zu verdienen. Also ich möchte euch heute auf jeden Fall... Ich möchte mich in diesem Video auf eine Sache spezialisieren, weil ich vorhin das Ganze mal getestet habe und ich wollte mal schauen, weil ich überlegt habe, was kann ich euch als Video hochladen, und dann wollte ich einfach mal schauen, wie gut diese Methode eigentlich ist. Und ich muss ehrlich sagen, wir gucken uns das gleich erstmal an, dann zeige ich euch das und es ist echt extremst nice. Und zwar handelt es sich um die Ron und auch Lamar Mission. Dafür gehen wir einfach auf Jobs spielen, jetzt hier von Rockstar erstellt, und gehen auf die Missionen. Und hier sehen wir alle Missionen von Simeon und so weiter. Und alle Missionen, die auf Dreifachgeld und RP sind, sind entweder von Ron oder von Lamar. Paar Ballers gegen die Wand, hört man schon eigentlich raus. Das ist eine Lamar-Mission. Und die ist offen ab Rang 5. Das heißt, wenn ich richtig liege, wo ich geguckt habe, alle Missionen müssten so ab Rang... Okay, nee, nicht ganz. Ja gut, okay, da gibt es dann schon ein bisschen Unterschiede, aber... es gibt auf jeden Fall Missionen, die offen ab Rang 5 sind, hier zum Beispiel Rang 20. Das ist aber trotzdem eine Methode, die eigentlich jeder von euch machen kann. Und ganz kurz, falls du noch nicht das Level hast, um Missionen zu spielen, dann kannst du diese Mission trotzdem spielen. Du brauchst nur eine Person, die diese Mission starten kann und euch dann einladet. Das heißt, auch dafür kannst du auf unseren Discord-Server kommen, in die Spielersuche einfach reinschreiben, dass du jemanden brauchst, der euch eine Mission hostet. Und dann könnt ihr mit dieser Person diese Mission spielen. Das heißt, nur weil ihr vielleicht jetzt nicht Level 20 oder 30 seid, heißt es nicht, dass ihr die Methoden aus diesem Video nicht machen könnt. Ihr braucht halt nur eine zweite Person. Und jeder, der das Level hat, der braucht eben diese zweite Person nicht und kann das an sich auch solo machen. Was ich auch noch gesagt haben möchte, ist auf jeden Fall, dass diese Missionen natürlich nicht direkt krass viel Geld euch bringen, aber dreifach Geld und RP. Wir werden jetzt einfach mal diese Mission starten und ich werde euch mal zeigen, wie krass einfach das eigentlich ist, diese Mission zu spielen. Und falls du auch diese Mission hosten möchtest, du bist halt nur... erst Level 3, 4, 5, 6 oder so oder 10, dann kannst du dir auch natürlich gerne Level Guides oder Level Videos auf meinem Kanal anschauen, wo ich dir zeige, wie du in GTA Online 4 levelst. So,
Wir sind jetzt im Jobmenü und bei der Schwierigkeit würde ich euch erstmal natürlich empfehlen, das Ganze auf schwer zu machen, weil ihr seht schon, ihr bekommt 1,5 mal mehr Geld und RP zusätzlich auf den Geldboni drauf. Und das solltet ihr auf jeden Fall machen, eine schwerste Panzerung auch noch. Und dann machen wir das Ganze einfach mal solo, starten diese Mission jetzt. Und ich habe ja gerade sogar schon meinen Oppressor MK2 dabei. Und jetzt möchte ich auf jeden Fall mal kurz mit euch gucken, wie schnell das geht. Mission ist, bring den Schafter zurück. Das heißt, unser MK2 wird uns nicht viel bringen, weil wir den Schafter ja nicht kaputt machen können, sondern wir müssen ihn ja klauen und zurückbringen. Aber das Oppressor MK2 ist wirklich eine der besten Investitionen, wenn ihr Geld machen wollt. Damit kommt ihr so schnell von A nach B und könnt sehr schnell reisen. Aber ich glaube, der steht da auch, der fährt gar nicht. Das heißt, da müssten Gegner sein. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob da der Schafter steht. Okay, das ist auf jeden Fall ein Gegner. Ja, das ist ja kein Ding. Also das ist ja kein Ding. Da können wir zur Not auch kurz mit dem MK2 ein bisschen reinsprayen. Aber die Mission sollte eigentlich relativ easy sein. Und wir werden uns gleich mal zusammen den Payout angucken. Oh nein. Oh mein Gott. Okay, ich hatte gerade kurz Angst. Der Payout ist auf jeden Fall geisteskrank für das, was wir hier machen müssen. Oh mein Gott. Nicht sterben, nicht sterben. So, wir steigen kurz in den Schafter ein. Den müssen wir jetzt nur noch zurückbringen. Und dann ist die Mission auch schon zu Ende. Und das Ganze wird jetzt maximal für euch, wenn ihr jetzt kein Oppressor MK2 habt und dahin fahren müsst, dann dauert das trotzdem maximal 5 Minuten, meiner Meinung nach. Hier kommen zwar jetzt ein paar Autos, aber eigentlich ist das hier alles sehr easy. Bei mir ist jetzt noch ein bisschen Regen am Start. Das ist natürlich ein bisschen blöd zum Fahren. Aber ich sage euch ehrlich, Freunde, grindet diese Missionen, egal ob von Ron oder von Lamar, das ist derzeit einer der besten legalen Geldmethoden, weil sie unheimlich schnell sind und ihr habt keinen Cooldown. Ihr könnt diese Missionen die ganze Zeit neu starten und die ganze Zeit neu machen. Und bei vielen anderen Dingen habt ihr ja einen Cooldown. Und jetzt bringen wir das Ganze hier einmal zurück. Die Mission ist direkt zu Ende. Und jetzt gucken wir mal, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber bei mir hat das jetzt vielleicht, weiß ich nicht, 2-3 Minuten gedauert oder so. Die Mission ist zu Ende und ihr wisst ja, bei Missionen ist es ja eigentlich immer so, je nachdem wie lange die auch dauert, desto mehr Geld bekommt ihr. Wir haben sie jetzt sehr schnell überstanden und bekommen dafür $6.800. Das hört sich für euch jetzt nicht viel an, aber wenn die Mission jetzt zum Beispiel ein paar Minuten länger gegangen wäre, dann hätten wir vielleicht $20.000 oder $30.000 bekommen. Aber wir haben die jetzt ja relativ easy durchgerusht. Ich zeige euch aber natürlich nicht nur eine Methode. Wir haben jetzt zum Beispiel auch eine Run-Mission. Da steht auch in Klammern jetzt Run. Meth Böttchen steht dabei. Und auch hier machen wir natürlich Schwierigkeit auf schwer. Starten das Ganze. Dann werde ich euch da auch nochmal kurz den Payout zeigen und gucken, wie lange das dauert. Wie gesagt, ich mache all diese Missionen mit dem Oppressor MK2 bei euch. Ist es dann vielleicht mal ein bisschen länger, wenn ihr da immer hinfahren müsst, aber wir spawnen ja hier direkt bei dem Boot. Und ich möchte euch das auch ein bisschen als einen kleinen Guide hier machen, damit wir mal kurz gucken, wie macht man die Mission, wie schafft man die am besten. Und deswegen versuchen wir das Ganze jetzt einmal kurz, dass ich euch das hier auch mal zeige. Ihr könnt natürlich gerne skippen, wenn ihr jetzt nur wissen wollt, wie viel Geld man damit macht, aber trotzdem, oh mein Gott, warte mal ganz kurz, jetzt muss ich aber ganz kurz hier meine Waffen rausholen, weil ich glaube, sonst werde ich hier gleich sterben. Aber egal, umso länger die Mission dauert, desto mehr kriegen wir auch am Ende an Geld. Eigentlich gar nicht so schlecht. Wir müssen hier am Anfang auf jeden Fall ein paar Gegner töten und dann das Boot klauen. Ich habe die schon mal gespielt, aber ich weiß nicht mehr ganz genau, was wir da mit dem Boot machen müssen. Ich glaube nicht, dass wir das jetzt irgendwo abgeben müssen. Ich glaube, wir müssen damit noch irgendwas machen, aber das weiß ich nicht ganz genau. Die Missionen sind aber tatsächlich alle relativ easy. Wie gesagt, ihr könnt die ja natürlich auch mit Freunden spielen, dann sind sie nochmal ein bisschen einfacher. Oh mein Gott, ich bin tot. Ja, perfekt, perfekt, wirklich. Absolut gebrochen, aber jetzt werde ich das schaffen. Das kann nicht sein, ey. Ich habe einen Oppressor MK2, ich habe so gute Waffen. Es kann nicht sein, dass ich das jetzt hier nicht schaffe, Alter. So. Und ich werde sonst in den Kommentaren wieder gehatet dafür, dass ich das Video gestreckt habe und das ja extra nur mache. Aber ich will euch dabei einfach nur einen coolen Guide machen und euch das zeigen und erklären. Mehr will ich eigentlich gar nicht. So, schaffe ich das jetzt endlich mal. Zack. Eigentlich sollte das nicht so schwer sein, gerade mit dem Oppressor MK2.
So, jetzt sollte ich das doch eigentlich jetzt hier klauen können. Oh mein Gott. Ey, Bruder. So. Ja, okay. Es ist tatsächlich wirklich nur das Boot auch klauen und wegbringen. So, wir sind angekommen mit dem Boot. Und let's go. So, wir sind fertig. Wir müssen nichts mehr machen. So, wir sind fertig. Wir müssen nichts mehr machen. Oh mein Gott. Okay, wir müssen nichts mehr machen, sagt er. Da hinten war. So, wir haben es geschafft, Freunde. Ey, also solo war die schon echt schwer, aber... Guck mal, wir bekommen 40.000 Dollar dafür. Für das. Und ich meine, macht das mit Freunden und das Ganze ist noch einfacher. Und ihr seht schon, diese Mission auf dreifach Geld und RP lohnen sich extremst. Und dazu gibt es ja noch weitere Missionen, die ihr halt spielen könnt von Lamar oder auch von Ron. Aber ich denke, ihr habt ja schon durch das Video gesehen, dass ihr damit schon extremst viel Geld in kurzer Zeit machen könnt und das Ganze ist halt relativ einfach. Und wenn ihr mal mit einer Mission Probleme habt, dann spielt ihr entweder eine einfachere für euch, weil umso höher das Level ist, was ihr braucht, desto schwerer sollte auch die Mission sein. Oder ihr holt euch einfach Freunde dazu, Leute aus meinem Discord oder allgemein Leute, die GTA Online spielen, und macht das dann mit denen zusammen. Aber Leute, das wollte ich euch auf jeden Fall gesagt und gezeigt haben, dass ihr das in der aktuellen Woche jetzt die nächsten Tage noch auf jeden Fall ein bisschen macht und nutzt. Denn das ist echt was richtig Cooles, wo ihr extremst viel Geld machen könnt. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen, meine Lieben. Und das soll es dann auch eigentlich schon von dem Video gewesen sein. Lasst wie immer gerne einen Daumen nach oben da und abonniert auch gerne meinen YouTube-Kanal für weitere GTA Online-Videos. Schreibt mir eure Meinung zum heutigen Video wie immer in die Kommentare. Kommt gerne auf meinen Community-Discord-Server, Link in der Beschreibung. Und dann bin ich jetzt erstmal raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Haut rein und ciao, Leute.